Die Geschichte des Wing Chun ist umrankt von Legenden. Die südchinesische Kampfkunst soll von der Shaolin-Meisterin Mui entwickelt worden sein. Das Hauptmerkmal besteht in den sehr direkten und einfachen Techniken und Verhaltensweisen. Der Kampfkünstler Ip Man machte das Wing Chun im letzten Jahrhundert bekannt und durch seinen Schüler Bruce Lee wurde es weltberühmt. Im ersten Teil dieses Lehrfilmes werden die Grundlagen wie zum Beispiel der Wing Chun-Stand, die Bewegungslehre, das Erlernen der richtigen Körperspannung und das Fallen gezeigt. Ebenso werden die Grundformen der Handhaltungen erklärt. Teil 2 beschäftigt sich mit Kettenfauststößen, einer Auswahl von Basiskombinationen, der Schrittarbeit und mit grundlegenden Beintechniken. Der dritte und vierte Teil gibt einen Einblick in die Wing Chun-Programme. Angefangen mit dem Dan Chi, einem einarmigen Gefühls- und Körperspannungstraining, geht es über das Bak Sao-Programm zu Chi Sao. Chi Sao wird übersetzt mit klebende Hände und ist das Herz des Wing Chun. An Beispielen des 6. und 7. Schülerprogramms werden diese Grundlagen vertieft. Der fünfte und letzte Teil dieses Lehrfilmes zeigt noch einige Techniken für die Selbstverteidigung. Im Bonustrack spricht der erfahrene Trainer und Autor dieses Filmes, Sifu Oliver Groß, über Grundlagen im Wing Chun, wie zum Beispiel Druckprinzipien, Körper- und Technikpositionen. Dieser Lehrfilm richtet sich hauptsächlich an Menschen, die schon ein wenig von Wing Chun verstehen. Jedoch werden auch Laien von den Informationen und dem praktischen Teil profitieren und einen Einblick in die Grundlagen und Funktionsmechanismen des Wing Chun erhalten. Viel Spaß beim Anschauen und Umsetzen dieses Lehrfilms!